Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime Banger. Und nach einer einwöchigen Pause geht es jetzt ganz normal weiter, da ich krank war, erkältet war, wie auch immer. Aber jetzt geht es ganz normal weiter. In dem heutigen Video geht es um Kyoshiro und Komurasaki. In dem letzten Kapitel 932 ist ja der Shogun ausgerastet, da Otoko über ihn gelacht hat, weil der Shogun darüber geredet hat, beziehungsweise der Prophezeiung Glauben schenkt von Lady Toki, dass Odens Wille weitergeleben wird, beziehungsweise dass die Rache in 20 Jahren kommen wird, und er denkt wirklich daran, dass sie seinen Kopf holen werden, und alle haben natürlich angefangen zu lachen, und Otoko hat dieses Mädchen, konnte halt einfach nicht aufhören zu lachen, und dabei ist er halt wirklich sehr, sehr krass ausgerastet und wollte sie eigentlich töten. Dann kam aber Komurasaki dazwischen und hat ihm eine richtig Backpfeife gegeben, hat ihn so ein bisschen weggehauen. Dann ist er natürlich ausgerastet und hat sich verwandelt. Dabei hat aber Robin Otoko mitgenommen und ist abgehauen. Und dann kam Kyoshiro und meinte in diesem Kapitel, jetzt wird es ein Blutbad geben. Also er bereitet sich schon darauf vor und wird wahrscheinlich, also vermute ich zumindest, gegen diese 11 Ninjas kämpfen, beziehungsweise auch gegen den Shogun vielleicht, um dann vielleicht mit Komurasaki abzuhauen oder die vielleicht zu besiegen. Darauf gehen wir aber gleich ein. Erstmal, also ich glaube, dass Komurasaki wahrscheinlich die Schwester von Momonosuke ist, also Lady Hiyori ist. Die hat jetzt quasi eine andere Identität. Also in diesem Kapitel haben wir ja gesehen, als Orochi davon gesprochen hat, dass Momonosuke noch am Leben ist, beziehungsweise anscheinend noch am Leben ist, hat sie so eine Sprechblase bekommen, wo sie ein bisschen nachgedacht hat, so als ob sie diesen Namen schon irgendwo gehört hat. Und deswegen könnte es mir vielleicht so ein kleines Indiz sein, dass sie wirklich die Schwester von Momo ist. Kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Haben auch sehr, sehr viele Leute auch schon dazu gesagt. Und ganz ehrlich, es wird immer wahrscheinlicher und logischer. Entweder ist es die Schwester oder die hat was damit zu tun. Ich glaube eher die Schwester, ganz ehrlich, würde wirklich verdammt gut passen. Jetzt ist die Frage natürlich, was hat Kyoshiro damit zu tun? Also erst einmal müssen wir natürlich besprechen, dass Kyoshiro und Komurasaki eine sehr, sehr enge Beziehung haben, beziehungsweise die sich wahrscheinlich schon länger kennen. Und Kyoshiro wirkt für mich wie so ein kleiner, oder wie so ein Aufpasser von Komurasaki. So wirkt es zumindest auf mich. Er hat sie wahrscheinlich auch zu dieser Kurtisane erzogen, beziehungsweise so quasi, dass sie die beliebteste oder die krasseste Kurtisane überhaupt ist. Er ist dafür ein bisschen verantwortlich. Damals in einem Kapitel hat ja Komurasaki diesen alten Mann ja ausgenommen, beziehungsweise dieses ganze Geld von ihm genommen. Und dieser, als er dann halt übelst ausgerastet ist und sie beleidigt hat, war halt übelst Kyoshiro außer Wut, also der war richtig sauer. Und man merkt schon, dass die eine tiefere Beziehungen haben. Das Ding ist ja, wir dachten ja alle, er ist dem Shogun so ein bisschen, ich weiß nicht, er ist nicht so krass von ihm begeistert. Es wirkt auf mich, als ob Kyoshiro sich immer über ihn stellt, aber ab und zu natürlich immer unter ihm geordnet ist. Und er sagt ja auch in diesem Kapitel, er würde gerne Foxfire Kinemon begegnen, um ihn quasi zu besiegen, um auch seine anderen Samurai zu besiegen. Ich denke, er ist auch ein leidenschaftlicher Kämpfer, also ich denke, er wird verdammt strong sein. Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert denn jetzt? Weil er wird auf jeden Fall Komurasaki helfen, um entweder zu fliehen oder diese Typen zu besiegen oder Enki aufzuhalten. Das Ding ist, für mich wirkt, ganz ehrlich Leute, ein Shogun immer noch schwach. Also ist meine Meinung, viele sagen, er könnte vielleicht krass stark sein. Ich sage immer noch, der wird nicht stark sein. Viele wird es natürlich enttäuschen, weil dann dieser Kampf nicht zustande kommt von Orochi und Zoro. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ so stark ist, wenn eine Komurasaki ihm eine slappt. Okay, das hat jetzt noch nicht so viel zu bedeuten. Er könnte noch krass stark sein. Er sagt ja auch, er hat anscheinend Oden besiegt, etc. Wobei ich glaube, dass es Kaido eher vollbracht hat. Also für mich wirkt halt eher wie so ein Troll-Charakter, der zwar stark sein könnte, aber das bezweifle ich. Er hat eine krasse Stärke, so eine krasse Basisstärke, beziehungsweise in seiner Frucht ist er halt nur stark, aber ansonsten wird er jetzt nicht so krass sein. Das Ding ist halt, Komurasaki wird vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben. Sie sagt ja, sie ist auch eine Tochter eines Samurai, und ganz ehrlich, wenn man sagt, ich bin eine Tochter des Samurais, dann ist es für mich auch so ein kleines Indiz, dass sie die Tochter von Oden ist, also ganz ehrlich. Sie ist natürlich auch ein bisschen vom Weg abbekommen, beziehungsweise hat sich halt verändert. Aber ich glaube, sie tut immer so, dass sie alle Männer hasst und so weiter. Es ist nur ein kleines Spiel, so um quasi nicht auffliegen. Sie wird auf jeden Fall, denke ich, noch in Zukunft ein Verbündeter sein. Aber was ist mit Kyoshiro? Weil er wirkt für mich zwar nicht wie einer, der jetzt Shogun treu ist, beziehungsweise er sich dem nicht anschließen will, aber auch nicht wie ein wirklich guter Mensch. Es ist halt ein bisschen schwierig. Er ist, glaube ich, eher so ein Zwischending, so wie Ashura Doji. Der juckt es so nicht, aber er wird auch irgendwann, denke ich, ein Verbündeter sein. Die Frage ist, was passiert denn jetzt? Wird jetzt Orochi und diese Elfen jetzt besiegt? Also, ich glaube nicht, dass jetzt Orochi besiegt wird. Wäre aber irgendwie krass. Das Ding ist aber, wer soll dann seinen Platz annehmen, wenn er wirklich besiegt wird? Und vor allem von wem? Ich meine, Kyoshiro muss sich jetzt um diese Elf Ninjas wahrscheinlich kümmern. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ein Orochi
verdammt strong sein wird. Also ich denke schon, dass er stark sein wird. Für mich wirkt er so einer wie, der wirklich fast wie auf Queen Level sein könnte. Jetzt mal ohne Scheiß, weil er hat Queen in Auftrag gegeben, die 6 Flying Fighters zu schicken. Ganz ehrlich, für mich wirkt es so, dass er schon stark ist. Also ganz ehrlich, er wirkt schon wie ein starker Samurai. Und ich bin echt gespannt, was er drauf hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einer der stärksten von Shoguns Leuten ist. Die Frage ist, ist wirklich Orochi schwach? Das ist halt so eine Sache. Ich bin echt gespannt, wie stark Komurosaki sein wird. Die hat anscheinend nicht ein Schwert dabei. Aber was man merkt, dass sie eine Frau ist, die wirklich hinter ihren Taten steht. Das heißt, sie sagt ja auch in dem Kapitel, wenn ich überzeugt bin, im Recht zu sein, dann werde ich keinen Schritt zurückweichen. Das heißt, sie hat auf jeden Fall krass Ehre und krassen Stolz. Dann habe ich mir aber überlegt, was wäre denn, wenn die Shogun besiegen? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber dann nimmt Kyushiro quasi seinen Platz ein. Aber das Ding ist, werden die Leute dem folgen? Das ist halt so eine Sache. Das kann man halt wirklich nicht sagen. Und wie wird darauf auch Kaido reagieren? Vielleicht bekommt er aber auch erstmal davon gar nichts mit. Ich weiß es nicht. Aber eher jetzt unwahrscheinlich, dass er seinen Platz einnimmt. Also für mich gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass Kyushiro und Komurosaki einfach fliehen. Und mehr nicht, dass sie es schaffen, da abzuhauen. Und dann einen neuen Plan schmieden. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass die den Shogun besiegen und quasi Kyushiro den Platz einnimmt und Komurosaki einfach seine rechte Hand ist oder sowas, kann ich mir vorstellen. Wobei das eher unwahrscheinlich ist, weil ich kann einfach Orochi gar nicht einschätzen, wie stark er ist. Und da sind ja auch diese ganzen Ninjas etc., auch wenn sie gerade Robin verfolgen, ist halt so eine Sache, aber ich weiß halt nicht, ob die da wirklich eine Chance haben, falls Kyushiro doch nicht so stark ist, was man wirklich nicht sagen kann, aber ich hoffe es einfach mal. Orochi ist halt so eine Sache wirklich, ob der wirklich so krass stark ist, ist halt wirklich ganz schwer zu sagen. Die dritte Möglichkeit wäre, die ich auch verdammt geil finde, stellt euch mal vor, dass Zoro gerade auf dem Weg ist oder da irgendwie zufällig vorbeikommt, ist ja oft so gewesen, dass er dann denen hilft irgendwie, jetzt nicht unbedingt zu besiegen, aber einfach denen zu helfen und dann abzuhauen quasi und dass sie dann vielleicht irgendwie Verbündete werden mit den Rebellen oder mal stellt euch mal vor, dass Kyushiro eigentlich im Hintergrund ganze Zeit diese Rebellen angeführt hat, beziehungsweise auch quasi diese Yakuza mit diesen Rebellen gemeinsame Sachen machen, beziehungsweise einfach einem krassen Plan dran sind und viele Informationen sammeln etc. Und dass dann Zoro sich mit denen verbindet, dass sie sich vielleicht generell irgendwie dann verbinden werden. Krass wäre, wenn zum Beispiel Kyushiro einfach gerade keinen Bock auf Zoro hat oder ihm nicht vertraut, dass sie sagen, lass uns kämpfen oder so, er greift ihn auf einmal an. Es wäre auch interessant, dass sie so einen kurzen Schlagabtausch oder einen kurzen Kampf haben, wo man sieht, dass Kyushiro verdammt stark ist und von sich selbst überzeugt ist, sonst würde er nicht so über den Shogun reden, so herablassen quasi, dass er den über ihm gestellt ist, so wirkt es zumindest. Und dass Komurosaki da auch ein entscheidender Faktor ist, warum die Rebellen auch Kyushiro helfen, beziehungsweise den Yakuzas, weil Komurosaki einfach die Schwester von Momo ist. Ich wünsche es mir aber auch irgendwie, dass Komurosaki auch stark ist, dass vielleicht ein Kyushiro sie ausgebildet hat. Das wäre auch sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was man mit diesen zwei Charakteren machen wird und vor allem, was nächste Woche passiert, weil es kann jetzt so viel passieren, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass sie sich verbinden werden mit den Strohhüten irgendwann. Und es ist so meine Vermutung, dass sie so einen richtig krassen Plan haben, dass sie zu den Rebellen gehören, das wäre halt echt krass möglich. Vielleicht zu einer anderen Fraktion von Rebellen, ich weiß es ja nicht. Bin echt auf jeden Fall gespannt. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Wie stark ist Kyushiro? Was wird nächste Woche passieren? Wird der Shogun besiegt oder werden die jetzt einfach fliehen? Könnte Zoro sich da einschalten? Ganz ehrlich, Zoro könnte wirklich da vorbeikommen oder in der Nähe sein. Gerade auch vor allem der Robin es wahrscheinlich nicht schaffen wird, vor den 11 Ninjas zu fliehen, da wird locker Zoro helfen, vielleicht wirklich. Das wäre gar nicht mal so dumm. Also ganz ehrlich, das würde ich eigentlich feiern. Und da wird wahrscheinlich vielleicht Zoro Robin retten und automatisch dann diese anderen zwei, oder die anderen zwei schaffen es selber, weil ich schätze die stark ein. Und dann könnten sie sich irgendwie zusammentreffen. Vor allem da ja Robin, ja die Otoki befreit hat, was wahrscheinlich der Komurosaki schon am Herzen liegt, dieses Mädchen, dann könnten so quasi Connections entstehen, Kyushiro dabei auch, obwohl er der Böse ist, das wäre richtig kompliziert und lustig, denke ich, und die werden sich dann verbinden, also das kann ich mir wirklich aktuell am meisten oder am besten vorstellen, ganz ehrlich, Leute. Ansonsten gebt dem Video doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt, sind schon fast bei den 700 Abos angelangt. Jo, in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wie auch immer, ciao, euer Anime-Banger.